Das ist die Uhr des Großvaters meines Großvaters. Ich denke nicht, dass sie als Taschenuhr benutzt werden kann. Hallo, du Oldtimer. Es sieht ein wenig dünn aus. Kein Wunder nach all den Kissenschlachten mit Großvater. Wenn ich den Gauner treffe, der den Pilz gestohlen hat, schenke ich es ihm. Dann nehme ich halt eine Mütze voll Schlaf, während ich auf die Ankunft des Verantwortlichen warte. Das sind meine Kekskrümel. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, esse ich einen Keks und lese in den Krümeln, wie es um mein Glück steht. Letzte Nacht habe ich in ihnen gelesen, dass ein interessantes Abenteuer auf mich wartet. Natürlich sagen sie seit 2 Jahren jede Nacht das Gleiche. Ich glaube, ich lasse es, wo es ist. Eines Tages werde ich sie mit dem Hammer zerschlagen. Eines Tages werde ich sie mit dem Hammer zerschlagen. Ich brauche das nicht. Das ist eine Schublade. Es ist besser, sie nicht zu öffnen. Da ist nichts drin. Opas Biscuits sehen für gewöhnlich besser aus, als sie schmecken. Du weißt, ich bin wirklich nicht sehr hungrig. Das ist ein heißer Topf. Ich glaube, ich lasse es, wo es ist. Hey, du Löffel, wie hängt es sich da? Ich brauche so etwas nicht. Das ist das extra super heavy alles Modell. Es ist schwer vorstellbar, dass etwas so Hartes aus solch einfachen Zutaten gemacht wird. Es ist schwer vorstellbar, dass etwas so Hartes aus solch einfachen Zutaten gemacht wird. Es ist ein echtes Bartholomäus-Bild. Er hat es verstanden, die verschiedenen Formen des Lebens mit Kreide und Bleistift darzustellen. Er hat auch verstanden, dass die Realität keine objektive Existenz hat, man sie sich aber in Gedanken vorstellen kann. Also er behauptete tatsächlich, dass kleine Menschen in seinem Bart gelebt haben. Und er hat sogar mit Selbstmord gedroht, als sie ihm sagten, dass niemand seine Kunst versteht. Ich glaube, ich lasse es, wo es ist. Das ist eine Tür. Ist das nicht ein schöner Schrank? Er ist eine Handanfertigung von Hubbard Schränken, der Mutter aller Möbelhersteller. Die machen schon seit Jahrzehnten Schränke. Es ist eine kleine Reisetasche mit Kosmetikartikeln. Mal schauen. Zahnseide, Zahnbürste, Haarwachs. Mit dem Zeug kann ich eine ganze Armee versorgen. Ich brauche so etwas nicht.
Das Kabel ist schon ziemlich lange in Benutzung. Ich glaube sogar schon länger, als ich lebe. Ah, Fungoria. Von hier oben sieht alles so sauber und friedlich aus. Natürlich sieht es von unten genauso sauber und friedlich aus. Naja, eigentlich war es friedlich bis zu dem Tag, an dem mein Großvater der Pilz gestohlen wurde. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Der Wind treibt die Turbine an, die Turbine bewegt die Rollen, diese bewegen die anderen Rollen und dadurch bewegt sich die Kurbel. Sie rollt das Seil auf, das an anderen Rollen hängt und zieht somit den Fahrstuhl nach oben. Außerdem gibt es da noch die Spanner, die Geschwindigkeitsregler, den Sicherheitsmechanismus und die Federkontrolle. Letztendlich drückt man dann nur noch den Knopf und dann geht's los. Wenn ich eine Kurbel hätte, könnte ich den Fahrstuhl selber hochholen. Mit diesem Knopf holt man den Fahrstuhl hoch, wenn er unten ist. Natürlich funktioniert das nur bei ausreichendem Wind. Okay, heute wohl nicht. Ohne Wind funktioniert er nicht. Großvater und ich sitzen hier manchmal und reden miteinander. Ich habe jetzt keine Zeit rumzusitzen. Großvater braucht meine Hilfe. Das ist jede Menge klebriges Harz. Vielleicht kann ich daraus Klebstoff herstellen. Wozu brauchen alte Menschen so viel Unterwäsche? Egal. Mit der Kurbel bewegt man das Dings da in der Waschmaschine. Eine Waschmaschine. Großvater wäscht damit die Wäsche. Das ist gar nicht so einfach ohne gutes Training. Das ist gar nicht so einfach ohne gutes Training. Es ist sauber und weich. Du bist weiß wie ein Laken. Hast du einen Geist gesehen? Solange mein Großvater in Schwierigkeiten steckt, schlafe ich nicht und als Geist verkleide ich mich auch nicht. Der Strumpf sieht einsam aus. Ich frage mich, ob ich mir etwas Wachs oder Honig nehmen darf. Besser nicht. Dieser dicke Saft läuft aus dem Baum. Fühlt sich irgendwie komisch an. Die Wildblumen hier sind wunderschön. Ein junger Mann sollte immer ein paar Blumen dabei haben. Man weiß nie, wozu es gut ist.
Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Ich kann das nicht mit meinen bloßen Händen drehen. Ich brauche eine Kurbel. Hey, das passt. Das kann ein Weilchen dauern. Puh. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Berg so hoch ist. Oh, oh. Wie kann ich das nur reparieren? Es sieht schon klebriger aus. Oh, es ist schon klebriger. Tack, tack. Oh, es ist schon klebriger. Tack, tack. Ich frage mich, wie viel Opa davon benutzt. Vielleicht ein bisschen mehr? Ich glaube, ich mache den ganzen Beutel rein. Oh, es ist schon klebriger. Ich repariere sie besser, bevor der Kleber zu hart wird. Das scheint zu klappen. Ich frage mich, wie lange das trocknen muss. Wow, sie ist wieder genauso fest wie vorher. Der Kleber trocknet wahnsinnig schnell. Jetzt kann ich hier endlich runter. Mit diesem Hebel bedient man den Fahrstuhl. Was hochkommt, geht auch wieder runter. Und runter. Naja, immerhin habe ich das Heil überstanden. Ich brauche kein Holz. Heißt das jetzt, ich muss das TÜV-Zeichen abmachen? Der scheint noch zu funktionieren, aber ich müsste verrückt sein, den nochmal zu benutzen. Unser Briefkasten. Oh, wir haben Post. Welche Papierverschwendung. Da steht Mr. und Mrs. Abraham Goodmate. Sie könnten der Gewinner unseres 1-Million-Dollar-Wettbewerb für das sauberste Haus sein. Kleben Sie den Gewinnsticker auf die beigefügte Gewinnkarte. Dann benutzen Sie die beigefügte Lösungskarte, um zu sehen, ob Sie gewonnen haben. Anschließend füllen Sie die schnellen und einfachen weiteren Formulare einfach aus und schon sind Sie vielleicht unser Gewinner. Ganz unten steht, kein Kauf nötig, um teilzunehmen. Aber wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie kaufen. Wettbewerb ist laut Gesetz verboten, aber Sie brauchen das nicht überprüfen. Sieht ganz schön dunkel aus. Ich weiß nicht. Es riecht ziemlich komisch.
Hallo? Da drinnen? Okay. Vielleicht doch lieber mit dem dunkelblauen Gold. Gebert, ich muss mit dir sprechen. Dein Großvater ist in großer Gefahr. Gefahr? Was? Der Vater hat vor, deinen Großvater hinzurichten. Aber es war doch nicht seine Schuld. Dein Großvater hat geschworen, dass er den Pilz mit seinem Leben bewacht. Die Richter am Gericht. Gilbert, sie fordern, dass dein Großvater mit seinem Leben bezahlt. Und du lässt zu, dass dein Vater dem einfach zustimmt? Er will nicht zustimmen, aber sie beschuldigen ihn, den Diebstahl verursacht zu haben. Sie sagen, er hat es zugelassen, dass ein törichter alter Mann den Pilz bewacht. Das waren ihre Worte, Gilbert. Du weißt, dass ich nicht so von deinem Großvater denke. Sie haben sogar versucht, den Sheriff zu beschuldigen, weil er nicht da war, als es geschah. Dabei war es mein Vater, der ihn in den Wald geschickt hat, um nach Wilddieben zu suchen. Sie sagen, dass jemand bezahlen muss und das ist entweder dein Großvater oder mein Vater, der König. Und für wen hast du gestimmt? Das war keine Wahl, Gilbert. Natürlich habe ich dagegen argumentiert, aber mir wollte keiner zuhören, selbst mein Vater nicht. Er mag ein gütiger Mann sein, aber er ist kein sehr tapferer König. Als der Sheriff zustimmte, dass dein Großvater hingerichtet werden soll, wurde mein Vater blass und hat geschwiegen. Er hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und lehnt es ab, jemanden zu sehen. Kann ich jemand seine Tür eintreten? Und was dann? Soll ich meinen Vater bitten, mutiger zu werden? Wenn er ein mutiger Mann wäre, würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Aber wer soll die Hinrichtung verhindern? Du, mit meiner Hilfe natürlich. Wie? Du verkleidest dich als König und kommst heute Abend, um die Hinrichtung zu verhindern. Ich? Hier, nimm es. Das ist ein Bild meines Vaters. Was ist das? Das ist eine dumme Sammelkarte, die mein Vater mir gegeben hat. Es gibt ein Set von Karten mit den größten Königen der Geschichte. Und mein Vater war enttäuscht, dass er sich nicht qualifiziert hat. Aber es enthält nur Könige der Vergangenheit. Und so hat er eine neue Serie von Karten nur für sich drucken lassen. Die größten Könige unserer Geschichte? Hm, ich sehe ihm gar nicht ähnlich. Also, ich glaube, du brauchst eine größere Nase und einen Mantel oder ein Umhang. Du musst etwas dicker werden. Oder zumindest etwas dicker aussehen. Hm. Und du brauchst definitiv eine Krone. Okay. Und was machst du? Ich werde dafür sorgen, dass mein Vater heute Abend in seinem Zimmer bleibt. Und nichts von den Neuigkeiten erfährt, falls es rauskommt. Okay. Ich muss gehen. Ich werde die Schuhe morgen früh fertig haben. Oh, es eilt nicht, Saul. Morgen Abend reicht vollkommen aus. Und danke. Ist sie nicht wundervoll? Ist irgendetwas nicht in Ordnung, Gilbert? Nein, ich bin okay. Saul hat ziemlich viele Schuhe. Wuschlige Hasenschuhe. Sie sind das perfekte Geschenk für Tanten, die wollen, dass ihr Neffe in der Schule verprügelt wird. Das ist eine super Nähmaschine. Saul, der Schuhmacher. Nicht gerade der cleverste Mann in Fungoria, aber er hat ziemlich viel Sohlen. Du hast aber eine schöne Nähmaschine. Ja, ja, das ist eine besonders schnelle, strapazierfähige Hochleistungsnähmaschine. Was kann sie denn alles? Also sie kann fast alles nähen. Die Nähnadeln wurden von einem japanischen Schwertmeister hergestellt. Sie können durch 10 cm dickes Leder durchstechen, ohne abzubrechen. Wow. Ja, sie ist auch aus sehr stabilem Material hergestellt. Sogar das Zugband ist extra stark. In all den Jahren, in denen ich Schuhe mache, musste ich ihn noch nicht auswechseln.
Also, was ist die PFA? Sie ist der Grund für dein freies und glückliches Leben, mein Junge. Mein was? Du hast noch nie von der PFA gehört? Provisorische Ferienaktion? Nein, Gilbert. Die Fungorische Freiwilligenarmee. Wir haben eine Freiwilligenarmee? Das ist der einzige Grund, warum die Wikinger noch nicht einmarschiert sind. Aber ich dachte, wir haben Frieden mit den Wikingern. Genau das sollst du auch denken. Aber wir wissen es besser. Diesen gehörnten Barbaren kann man nicht trauen. Die Fungorische Freiwilligenarmee lässt sich nicht so einfach von einem Friedensvertrag blenden. Laut unserer geheimen Quelle planen die Wikinger einen großen Angriff. Wir glauben, dass der Friedensvertrag nur ein Versuch war, damit wir unsere Verteidigung mindern. Aber der Friedensvertrag wurde vor über 50 Jahren unterzeichnet. 54 Jahre, 3 Monate und 23 Tage, um genau zu sein. Aber die PFA hat den Betrug durchschaut. Glaub mir nur, 54 Jahre lang haben wir die Daten analysiert. Die Wikinger sehen vielleicht friedlich aus, aber das ist nur ein Bluff. In Wirklichkeit bereiten sie gerade einen direkten, kaltblütigen und vernichtenden Angriff vor. Aus welchem Grund sollten die Wikinger Fungoria angreifen? Mein Junge, angreifen, das ist das Einzige, was sie tun. Hört sich so an, als ob sie während der letzten 54 Jahre nicht ganz sie selber waren. Im Gegensatz zu dir war ich dabei, als sie vor 54 Jahren den Waffenstillstand unterschrieben haben. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Der Fungoria-Wikinger-Krieg war kein Picknick. Nur weil sie jetzt freundlich sind, heißt das noch lange nicht, dass sie keinen Angriff planen. Im Gegenteil, es macht ihren geplanten Angriff nur noch offensichtlicher. Was denkst du? Wann werden die Wikinger angreifen? Es könnte jeden Tag passieren. Unsere geheime Quelle hat uns berichtet, dass die Wikinger im Wald einen Wachturm errichtet haben. Das gehört zweifellos zu den Vorbereitungen der Invasion. Ich sag dir, Gilbert, diese Wikinger führen Böses im Schilde. Wie viele Freiwillige gibt es in der PFA? Erstaunlich wenige, wenn man bedenkt, wie effektiv unsere Abschreckung ist. Also, wie viele Leute seid ihr? 1000? Also, nicht ganz 1000. 100? 100? Nein, nicht ganz 100. Ein Dutzend? Mhm. Wie klein ist die Armee? Also, wir sind 3. 3? Aber wir sind bestens ausgebildet. Wie wollt ihr eine Invasion abwehren, wenn ihr nur 3 Leute seid? Also, genau genommen sind wir nicht 3 Leute. Du meinst, ihr seid noch weniger? Nein, was ich sagen will ist, also eines unserer Mitglieder ist nicht ganz menschlich. Er ist irgendwie, also eine Socke. Eine Socke? Das ist Socke. Er sagt, keine Angst, Gilbert. Ich, der mächtige und furchtlose Wollkrieger, leiste den Wikingerhorden absoluten Widerstand. Eine Socke? Er sagt, lass dich nicht von meiner kleinen Statur täuschen. Ich besitze das Gehirn eines militärischen Genies. Na klar hat er das. Socke ist nicht nur unser Hauptstratege, er ist auch der Chef unseres Geheimdienstes. Und außerdem ein qualifizierter Ausbilder in Martial Arts. Und wer ist das dritte Mitglied der PFA? Das ist Pete Fedurski, unser Experte für Bomben. Du meinst der verrückte Pete? Seine unendliche Leidenschaft, Fungoria zu verteidigen, ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es in den letzten Jahren keine Angriffe der Wikinger gab. Also gibt es nur dich, den verrückten Pete und die Socke. Sein Name ist Socke und nicht Socke. Bei dir hört es sich so nach Unterwäsche an. Hast du nicht zufällig Wikingerschuhe, die du mir verkaufen kannst? Ich fürchte nein. Hast du irgendetwas in Größe 44? Größe 44? Ja, ich glaube, da habe ich was. Was für Schuhe suchst du denn? Eigentlich brauche ich keine. Ich war nur neugierig. Hast du gesehen, was mit meinem Großvater passiert ist? Was ist denn mit deinem Großvater passiert? Saul, der Pilz wurde gestohlen und der Sheriff hat meinen Großvater festgenommen.
Wirklich? Weißt du etwas davon? Socke sagt ja. Ich habe gesehen, dass der Pilz gestohlen wurde. Und ich weiß auch von wem. Wer? Er sagt, ein Mensch hat es getan. Irgendeine Idee, welcher? Socke sagt sorry, aber ihr Menschen seht alle gleich aus. Und der Dieb trug eine Verkleidung. Du hast nicht gesehen, was mit meinem Großvater passiert ist? Das ist nicht sehr schön, Socke. Was hat er gesagt? Ich fürchte, er hat heute schlechte Laune. Er fühlt sich einsam, aber er will es nicht zugeben. Wie kann er sich einsam fühlen? Hier gibt es doch viele Leute. Genau deshalb. Viele Leute, aber keine Socken. Ich glaube, er hat Sehnsucht nach einer weiblichen Socke. Eine weibliche Socke? Eine schöne, weiche Baumwollsocke wäre ihm am liebsten. Was machst du? Ich mache Schuhe. Bye, Saul. Bye, Gilbert. Das ist die Werbung für Barrys Großmütigkeitstrank. Das ist die Werbung für Barrys Großmütigkeitstrank. Für mich sieht er nicht sehr großmütig aus. Barry sieht äußerst entschlossen aus, um etwas zu verkaufen. Hallo Barry, wie läuft das Geschäft? Es läuft gut. Ich hab fast alles verkauft. Ist das gut? Gut? Das Zeug ist der Hammer. Was kann es? Du meinst so etwas wie guter Geschmack, Heilung bei Haarausfall, eingewachsenen Fingernägeln, Warzen und Flecken? Kann es das alles? Nein, aber es bewirkt, dass man sich wirklich großmütig fühlt. Wer leitet deine Werbekampagne? Gefallen dir meine Poster? Poster? Ich dachte, ein Kindergarten hat hier seine Ausstellung. Du hörst dich an, als ob du etwas von meinem Großmütigkeitstrunk gebrauchen könntest. Also dieser Großmütigkeitstrunk wirkt er tatsächlich? Hätte ich sonst so viele Flaschen davon verkauft? Wie viele Flaschen hast du denn verkauft? Ich ziehe es vor, diese Art von Information nicht preiszugeben. Aber ich kann dir sagen, dass es viele waren. Viele? Ja, mehr als viele. Mega, mega, mega viele? Ja, mega, 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 mega und noch viel mehr. Wow. Ich will auch eine Flasche. Jetzt glaubst du mir. Aber ich fürchte, ich habe keine Flaschen mehr. Was ist mit der Flasche auf deinem Tisch? Das ist meine letzte Flasche. Wenn ich die verkaufe, habe ich keine mehr zum Vorführen. Na gut, wie wär's dann mit einer Vorführung? Ich kann dich das Produkt nicht testen lassen, denn dann brauchst du es ja nicht mehr zu kaufen. Kannst du es nicht an dir selber demonstrieren? Ja, könnte ich. Aber dann könnte ich so großmütig werden, dass ich dir den Trunk einfach schenke. Es hat so eine starke Wirkung. Und ob! Ich glaub dir nicht. Solch einen Trank gibt es nicht. Ich beweise es dir. Aber zuerst muss ich mich vergewissern, dass du mir den Trunk nicht wegnimmst. Würdest du einen Vertrag unterschreiben? Ich denke schon. Wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch einen Stift und etwas, wo ich die Bedingungen des Vertrages draufschreiben kann. Wie großmütig könnte ich mich mit dem Trank fühlen? Sehr großmütig. Sehr, sehr großmütig. Sehr, sehr, sehr großmütig. Sehr, 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 sehr großmütig. Mein Junge, hör mal zu. Glaub mir einfach.
Ich muss jetzt gehen. Du kannst jederzeit wiederkommen.